Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trainsim World Talk, der Podcast mit mir, dem Smasher und mit Railway X. Hallihallo. Hallo. Ja, heute sprechen wir so ein bisschen über Sachen aus der letzten Roadmap. Die ist zwar schon jetzt ein, zwei Wochen alt, aber die Themen sind immer noch aktuell und spannend zu bereden. Wir haben zum Beispiel die Berliner Linie auf dem Programm, genauso wie die Maintalbahn, die ja gestern, also Stand Aufnahme, Stand Release des Podcasts, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall vor wenigen Tagen, sagen wir es mal so, kam das Preview auf YouTube von den Entwicklern, der Stream. Ja, und dann haben wir noch so ein paar kleine weitere Sachen von der Roadmap. Würde ich sagen, gehen wir jetzt mal alles entspannt durch. Ja. Mit was möchtest du anfangen? Berliner Keine Ahnung, Linie worauf oder? hast du Lust? Ich habe auf alles Lust, also da. Die Lust ist groß, lange ist her, die letzte Aufnahme. Ja, so ist es. Von mir aus können wir gerne direkt mit der Berliner Linie starten. Also, wenn es dich. Kritikpunkt zuerst. Ich fange direkt mit Kritik an, weil so gehört Let's sich das go. bei mir. Es ist, ja, das, was ich aus Foren lese. Also erstmal schön, natürlich Rivet Games, sehr berühmt, glaube ich, für die Schweizer Strecken. Wir haben jetzt die Arosa-Linie, wir haben jetzt Luzern, Cersei und jetzt kommt auch noch die Berliner Linie. Also ich glaube mit der Arosa-Linie eine der berühmteren Panoramalinien, die halt in der Schweiz sind. Aber der große Knackpunkt, das, was ich auch in vielen Foren lese, ist halt, die Strecke ist halt wieder erneut nicht vollständig. Das war, glaube ich, ein großer Kritikpunkt von mir. Ja, schade, weil auf der Arosa-Linie war es natürlich mit einer der coolsten Sachen, dass man halt hin und her fahren kann. Auf der einen Seite Genau. dann die Lok umsetzen kann und wieder runter zum Beispiel oder wieder hoch, je nachdem. Das ist dann hier nicht der Fall. Ich weiß nicht, inwieweit es vielleicht, also die Strecke geht von Ospizio Bernina bis Tirano. Tirano ist ein Endpunkt. Ich weiß jetzt nicht, ob in Ospizio Bernina manche Züge vielleicht auch wenden. Das müssen, ich weiß nicht, ob du das weißt, ansonsten müssen das hier die Experten in den Kommentaren uns schreiben. Kann ja sein, dass die meisten Dienste zwischen Tirano und St. Moritz dann hin und her gehen. Vielleicht aber auch manche in Ospizio Bernina umdrehen, weiß ich nicht. Also. So wie ich den kenne, also so wie ich die Schweiz halt kenne, Wende, Fahrten, verfrühtes Wenden ist halt, kenne ich halt überhaupt nicht. Also Ja, ich glaube nicht, gut. dass das dann so ist. Glaube ich im Aber ich weiß es Pauschal auch nicht. nicht, aber Ich vielleicht, bin kein ja. Schweizer. Müssen wir uns überraschen lassen in der Hinsicht. Was aber, um dann wieder einen positiven Punkt zu sagen, was aber Oh, das Fahrzeug, das Fahrzeug, das Fahrzeug. das Fahrzeug, da kommen wir gleich dazu, ein anderer positiver Punkt, vor allem im Vergleich zur Arosa-Linie, Wie am Ansagen. die Berge. Also allein Nicht nach, schon. jetzt kommt die Ansagen. Ja, da können wir gleich dazu kommen. Das gehört ja auch zu den Zügen. Aber allein schon die Berge. Also, ob die jetzt Die. hier wirklich brillant sind, weiß ich nicht. Aber vor allem im Vergleich zur Arosa-Linie, wo die Berge ja wirklich grenzwertig schlecht aussehen, ist es auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne. Wir haben natürlich jetzt auch Berge schon gesehen in hier, S-Bahn Vorarlberg und so. Auch schon bei Luzern. In Luzern ist ja schon ein Berg, der besser aussah als auf der Rosalinie. Da wäre es dann ja komisch gewesen, wenn sie hier jetzt wieder schlechtere Berge gehabt hätten. Aber Du jetzt können kennst wir uns das doch. tatsächlich. Erst richtig geil und dann kommt richtig schlecht. Ja, in dem Fall zum Glück andersrum. Also mit der Rosalinie erst richtig schlechte Berge vom Aussehen. Und jetzt dann doch mal bessere. Es geht vor allem um die Berge, die halt in der Hintergrundszenerie sind. Rechts und links vom Gleis war auf der Arosa-Linie alles wunderschön, aber die Berge im Hintergrund lassen zu wünschen. Die haben wirklich nur bei Schnee gut ausgesehen. Und man merkt es auch, es kam jetzt dieses Aggregates-Pack da raus mit dem neuen Schotterwagen und den zwei neuen Repaints. Da haben sie auf den ganzen Screenshots zum Zeigen nicht einmal irgendeinen Berg im Hintergrund gehabt. Sie haben immer so nah rangezoomt oder dann in Chur unten mit Häusern, dass man diese hässlichen Berge nicht sieht. Während sie bei der Bernina Linie auf fast jedem Screenshot einen Berg im Hintergrund haben. Also das ist schon auffällig, finde ich.
dass sie weniger stolz auf die Arosa-Berge sind, dafür umso stolzer auf ihre Berge bei der Berliner Linie. Das ist schon witzig. Okay, aber dann erzähl doch mal, Fahrzeug und Ansagen, was gibt's da? Oh, es ist tatsächlich, ich habe es mir tatsächlich erst heute durchgelesen. Also das Fahrzeug feiere ich aus unbekannten Gründen. Ich kann also nicht erklären, wieso ich dieses Fahrzeug so liebe. Aber ich habe heute erfahren, es gibt automatische Ansagen. Und zwar anscheinend von dieser Person, die wir von Edinburgh Glasgow war das doch? War doch die Strecke, ne? Kann mich Ja, auch gerade da unten. gab's Ansagen mit einer Frauenstimme. Genau, und diesmal kriegen wir auch Ansagen in drei verschiedenen Sprachen. Die laufen automatisch. Es gibt Willkommensansagen, Verabschiedungsansagen, nächste Station Ansagen und so wie ich das richtig verstehe, ich kann mich auch natürlich täuschen, sowas ähnliches wie Sightseeing an Orten, wo es besonders ist, dass dann eine Ansage abspielt, die das dann auch erklärt. Das Das ist ist irgendwie natürlich ein nice. Feature, das ich feiere, weil wenn Rivet jetzt anfängt, automatische Ansagen schon zu implementieren, dann ist die Frage, wie lange dauert das noch, bis Dovetail das endlich macht. Weil dann kann es, wenn ja im Core das von Also, prinzipiell funktioniert, automatische Ansagen, dann ist es ja nicht mehr weit bis dahin. denke ich auch, und Just Trains hat jetzt ja bei hier Blackpool Branches auch Ansagen, zwar nicht automatische, aber bei dem Pacer gibt es auch Ansagen. Also es kommt immer mehr, nicht nur von Rivet Games, auch von Just Trains eben. Wobei Just Trains, da können wir vielleicht gleich auch noch kurz drüber sprechen, aber Just Trains hat sowieso echt eine klasse Strecke raus. Das ist die erste Strecke von Just Trains und das ist wirklich von vorne bis hinten alles gut an dieser Strecke. Habe ich nicht so erwartet. Also ich bin echt positiv überrascht gewesen davon. Kann ich gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Bleiben wir nochmal bei der Bernina Linie. Ja, wusste ich tatsächlich jetzt noch gar nicht, dass da die Ansagen ko kommen und auch noch automatisch, finde ich top. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, übrigens, dass Allegra dann auch fahrbar ist auf der Arosa-Linie, oder? Müsste er. Nein, das ist tatsächlich nicht geplant. Also ja, er ist fahrbar, die Spurweite passt natürlich, aber es layert nicht. Ja, aber ich habe irgendwas gehört von, sie wollen noch einen Fahrplan rausbringen, wo man die da fahren kann. Per Update. Das habe ich jetzt tatsächlich nirgendwo gehört. Kann sein, Wo habe ich das denn dass du da gehört? mehr Infos hast an. Ja. Leider kann ich die Information jetzt gerade nicht mit einer Quelle belegen, aber ich habe es irgendwo her. Also ich habe es mir nicht ausgedacht. Aber das war, weiß ich, Er ah, hat es sich schwierig. ausgedacht. Wo hatte ich das, wo habe ich die Information her? Also es steht nicht in der Roadmap im Artikel, glaube ich. Das ist richtig. Wo habe ich das gehört, gelesen? Ich weiß es nicht mehr. Der Rest der Podcast-Folge ist heute nur noch wie Aber Smasher drüber, wie die ich ganze Zeit sich überlege. fragt, woher er das hat. Naja. Nee, aber tatsächlich, das wäre dann der vierte Fahrplan für Arosa. Wir haben einmal den Originalfahrplan, dann haben wir den mit diesen Anniversary-Dingern und dann gibt es den dritten jetzt mit dem Aggregates-Pack. Das heißt, die layern ja generell irgendwie ungerne. Sie machen, wenn dann direkt einen komplett neuen Fahrplan irgendwie, habe ich so das Gefühl. Na gut, mal sehen. Naja, wer weiß wieso. Ja gut, vielleicht macht es aus deren Sicht mehr Sinn, kann ja sein, keine Ahnung. Das Finde. letzte Mal, als ich darüber gefahren bin, keine Ahnung, wie lange das her ist. Ich habe ja, das ist ja auch die tolle neue Nachricht für alle Zuschauer, die vielleicht immer so in der Meinung waren, dass ich ja keine Meinung erstellen kann, weil ich das Spiel nicht gespielt habe. Ich habe es. Das kann auch der Smasher beweisen, dass ich es habe. Er hat gesehen, dass ich es gespielt habe. Kann ich beweisen, ja. Ich habe es endlich mir geholt für PC und es läuft wunderbar. Inzwischen ist auch die Meinung, die ich damals geäußert habe, über die schlechten Entwickler auch irgendwie verflogen. Naja, ich habe halt gesagt, man muss es erst spielen, um sich eine Meinung dazu zu bilden. Ja, also Und klar, natürlich auch bei Trains in World 4 kennen wir natürlich mit Dovetail Games unsere, ich sag's mal, unsere Pappenheimer. Natürlich sind, es gibt bekannte Probleme bei Dovetail Games, die halt bei jeder Strecke immer wieder kommen und oder Sachen, die sie halt nicht fixen oder Sachen, die sich alle wünschen und die kommen trotzdem nicht und so. Also das ist schon, wir wollen jetzt hier Dovetail Games nicht zu hoch loben, auch wenn du dich ein bisschen, dir ein bisschen positiveres Bild machen konntest, aber ja, freut mich auch für dich, dass du es jetzt spielst oder obwohl, spielen einen kannst. Kritikpunkt habe ich. Jetzt bin ich gespannt. Der Punkt ist, ich habe ja damals sehr viele DLCs für die Konsole geholt. Und jetzt ist Ja, alles klar. weg. Das ist der Kritikpunkt. Das Natürlich, ist ja. man kann jetzt nicht von DTG sagen,
hey, ich habe es auf der Konsole gehabt, das heißt, ich muss es auf dem PC auch haben. Das kann man auf gar keinen Fall verlangen. Vor allem, wie will man sowas überhaupt überprüfen? Ja, und dann hast Nur, du es ja auch doppelt. Also das, ja. ja, es ist halt schon irgendwie ein bisschen nervig. Man kann es nicht wirklich als Kritikpunkt an das Spiel sagen. Das Spiel ist ja toll, vielleicht sogar eher an den Entwickler oder so. Ja. Ja, das kann man auch Dafte Games schwer vorwerfen. Es sind ja auch unterschiedliche Shops, also PlayStation Store, Xbox Store und dann, oder Microsoft Store, wie auch immer. Und dann auch halt Steam und Epic. Selbst zwischen Steam und Epic kannst du das ja nicht. Also wenn du jetzt auf, wenn du es dir jetzt morgen auf Epic holst, kannst du deine Sachen von Steam auch nicht rüberholen. Also es liegt einfach an der Plattform, dass man das nicht. Natürlich will die PlayStation nicht, dass du einfach zum PC gehst und deswegen lassen die dich das natürlich auch nicht mitnehmen, das Zeug. Ich glaube, das liegt weniger an Dafte Games. Ich denke mal, wenn es möglich wäre, würde Dafte Games es tatsächlich tun. Also weiß ich nicht, aber kann ich mir vorstellen. Ich glaube, es ist einfach auch von den Plattformen her einfach nicht möglich. Die wollen ja nicht, dass du es dann wieder zurückgibst oder klar, du hast es bezahlt, aber die wollen ja nicht, dass du dann, also PlayStation zum Beispiel möchte ja nicht, dass du jetzt auf den PC wechselst. So. Deswegen. Ja. Ja, aber dass das natürlich Naja. nervig oder blöd ist, ist ja klar. Also das ist dann schon irgendwie schade, wenn man das dann in Anführungsstrichen verliert. Natürlich kannst du es immer noch spielen auf der Konsole, aber gerade wenn dann irgendwas layert oder sowas, ja, ist das Und vor allem, natürlich. ich habe ja auch auf vielen Strecken dann komplett andere KI-Verfehler, die dann zum Beispiel auf der Konsole nicht möglich waren. Ich Klar. habe auch auf der PC gespielt, zum Beispiel. Habe ich hier auf dem PC, auf München, Augsburg, habe ich dann auch RAEs und so, das hatte ich halt auf der PS4 nicht. Genau. Aber ich habe auch zum Beispiel jetzt hier ein paar andere Strecken, die ich ja damals nicht hatte. Ich habe zum Beispiel jetzt die Rheinstrecke und so, also, oder Boston Providence habe ich jetzt auch, LGV habe ich und halt die Standardsachen. Ich habe mir halt die Special Edition mal für 104,99 € geholt. Ja, okay. Von daher, ja, ich bin Sind ein paar erstmal auch Sachen mit dabei. ausgenockt. Ja. Okay. Gut, gibt es noch irgendwas zur Bernina Linie, das wir jetzt hier im Podcast bereden wollen? Vorfreude ist riesig. Revit soll mich nicht enttäuschen, weil ich weiß, das Fahrzeug ist von Stadler. Alleine deswegen, ja. Ja, allein Muss. deswegen werde ich einen kritischen Blick darauf haben. Wenn Sie mich enttäuschen, haben Sie ein Problem. Und zwar mit mir. Dann rufst du persönlich bei Rivet an. Nee, stehst du persönlich bei Rivet vor der Tür. Und Und klatscht den Kuchen ins Gesicht, wo drauf steht, so. macht das nächste Mal besser. Genau. Okay. Obwohl, was ich mich tatsächlich frage, ist, ob diesmal Lizenzen dabei sind. Also, wenn ich mich richtig erinnere, war letztes Mal nicht die Startler-Lizenz dabei. Das weiß ich nicht tatsächlich. Da bin ich raus. Naja, du hast Luzern, das sehe ich nicht. Hätte ich gerne, weil da ist ein Flirt bei, aber. Ja, aber Ich bin dafür, dass wir zum nächsten DTG-Flop wechseln. zum nächsten DTG-Flop, ja, hau raus. Die Maintalbahn. Also, ich nehme direkt vorweg. Flop. Wie es Smasher ja bereits erwähnt hat, wir nehmen das hier einen Tag nach dem Preview auf, der von DTG ja gelivestreamt worden ist. Nach dem Stream habe ich mir dann sehr viel in den Foren zu der Maintalbahn durchgelesen und die meisten Leute waren sehr, sehr enttäuscht von DTG. Erneut. Fang bei der Dekoration, der Ausgestaltung der Streckenränder, bei den Sounds der 642 und ja, die sind alle wieder halt mit dem Spruch gekommen, wieder erneut enttäuscht von DTG. Ja, gut, das ist natürlich Deswegen schade. Flop. Mein Blick, also das sind die Stimmen aus dem Forum und das wird dann vermutlich auch so sein. Also da kann man wenig oder kann ich jetzt wenig anderes sagen. Zumal ich das, wie gesagt, ich habe nicht mal den ganzen Stream geguckt, ich habe nur ein bisschen reingeguckt. Ich fand das Modell von der Baureihe tatsächlich hat sehr gut ausgesehen. Sound kann ich nicht beurteilen, weil ich noch nie damit in echt gefahren bin. Es klingt halt wie ein Dieselzug für mich und deswegen ist das für mich nicht weiter von Relevanz. Für alle, die es natürlich, die sich da natürlich auskennen, geht es natürlich gar nicht. Also das ist schlecht, sage ich jetzt mal, wenn der Sound nicht passt. Auch wenn es mich jetzt nicht so juckt, aber wie gesagt, darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, dass die da eine bestimmte Baureihe bauen, dann sollen sie da auch die richtigen Sounds gefälligst haben dafür.
Von der Ausgestaltung werde ich mich jetzt einfach mal überraschen lassen oder vielleicht auch den Stream nochmal genauer gucken. Ich habe, wie gesagt, nur so nebenher reingeschaut, kann dazu nichts sagen von meiner Sicht. Habe jetzt aber auch natürlich, also die Just Trains Strecke verwöhnt einen schon, was schöne Szenerie angeht. Kann mir schon vorstellen, dass das dann vielleicht im Vergleich dann auch eher ein Downgrade wird. Es ist alleine, ich habe zum Beispiel jetzt Blackpool Branches gespielt, dann hatte ich Lust auf Northern Transpennine und das ist ja so ungefähr im gleichen Zeitalter. Aber Northern Ja, in letzter Transpennine. Zeit kommen tatsächlich relativ viele alte Strecken, muss man fahren. Also so Und kommt mir das zumindest vor. ja, zum Teil zumindest, ja. Aber auf jeden Fall, Northern Transpennine ist zwar natürlich eine relativ alte Strecke, ja, okay. Also das muss man dann schon dazu sagen. Trotzdem, es war kein Vergleich. Also Northern Transpennine war so, die Bahnhöfe waren detailliert oder sind detailliert, das ist schon okay, aber gerade die Strecke, zum Teil sehr leer irgendwie, die Szenerie, Ja. die Wiesen und so, während wenn man durch Blackpool Branches fährt, also wirklich krass. Aber gut, wie gesagt, das ist auch eine alte Strecke, die hat noch nicht mal Trains in World 4 Belichtung und so und Wolken, also keine volumetrischen Wolken. Also da will ich jetzt nicht den Marsch, also ich will jetzt nicht eine alte Strecke, eine der ersten Strecken mit einer der aktuellsten Strecken vergleichen, das ist dann vielleicht auch unfair. Aber ja, es gibt da schon Unterschiede und wie gesagt, die Just Train Strecke setzt da einen hohen Maßstab an, wo die Maintalbahn wirklich vermutlich nicht sich mitmessen lassen kann. Und wenn jetzt sogar noch gesagt wird, dass die Leute enttäuscht sind, allein vom Preview, ohne es selber gespielt zu haben, Naja, das ist das, was ich ja damals, glaube ich, relativ beobachtet habe, zumindest unter den Kommentaren. Kann ich auch falsch verstehen, dass ein paar Leuten das irgendwie nicht gefallen hat, dass ich mir da eine Meinung gebildet habe über ein Spiel, was ich halt selber nicht habe. Und jetzt deswegen war es mir halt auch relativ wichtig, dass ich es mir so langsam anschaffe, damit ich halt nicht. Damit man halt nicht sagen kann, hey, was willst denn du jetzt darüber wissen? Du kennst das Spiel doch nicht. Und ich werde mal schätzen, dass du recht, dass es bei diesem DLC wieder der Fall ist. Sobald sie es alle haben, sind sie alle völlig auf dem Häuschen, weil es einfach das beste DLC ist und so. Und ja, es ist jetzt halt erstmal nur der Vorgeschmack. Wobei auch, glaube ich, Lukas hieß doch der Entwickler, da betonte, dass es eine Vorab-Version halt ist. Es ist nicht die vollkommene Release-Version. Das heißt, da gibt es auch noch einige Fixes und so. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das, was DTG in letzter Zeit halt gemacht hat, wir sind halt relativ stark auf die Community halt auch in vielen Fällen eingegangen, dass DTG sich vielleicht die Kommentare und alles da durchliest und das vielleicht auch mal zum Herzen nimmt, um ein bisschen abzuändern. Das ist das, was ich zumindest jetzt so glaube und sehe. Ja, und irgendwie ist es ja sowieso, also ich kann mir gut vorstellen, dass das Spiel eine Woche vorher natürlich spielbar ist, aber wahrscheinlich so zu, ich schätze jetzt mal 75% erst fertig ist. Zum Release ist es dann vielleicht 80% fertig und erst beim Hotfix ist es wirklich eine fast vollwertige Strecke. Also ich glaube, selbst bei Release kennen wir jetzt ja auch schon von ein paar DLCs, die Strecke von Just Trains wieder mal eine Ausnahme. Da hat wirklich jetzt, gab noch keinen Hotfix und bis jetzt ist mir wirklich, ich habe das viel gespielt, ich habe ja auch extrem viel aufgenommen. Noch kein einziger Bug. Ich hatte noch keinen einzigen Bug. Naja gut. Das ist gruselig. Vielleicht müsste Just Trains öfter mal ran und da mal Dufte Games zeigen, wie man so, wie sie ihr eigenes Spiel besser machen könnten. Naja gut. Anderes Thema. Ich glaube, man kann. Vielleicht von der Szenerie kann man schon so im Großen und Ganzen auf das Preview vertrauen. Die Sounds werden sich vermutlich jetzt erstmal auch nicht mehr ändern, weil wenn sie andere Sounds gehabt hätten, hätten sie die da auch schon eingebaut, denke ich mal. Aber vermutlich die gerade Gameplay-Sachen, das kann man natürlich aus dem Preview schlecht sehen, inwiefern das Gameplay verbuggt ist. Das wird man dann rausfinden. Aber ich würde sagen, erst ab dem ersten großen Hotfix sozusagen kann man die Strecke dann als vollwertig beurteilen und sagen, okay, ist die jetzt gut oder schlecht. Beispiel, wie hieß denn das? War Midland Mainline, ja? Die war ja, als sie rauskam, wirklich im Prinzip unfertig, also komplett unfertig, komplett verbuggt. Habe ich tatsächlich auch nicht selbst ausprobiert, sondern
auch nur gelesen, weil ich die Strecke sehr lange Zeit nicht hatte. Und da war es dann so, ab dem Hotfix waren auf einmal alle zufrieden. Natürlich sind die Reviews auf Steam trotzdem schon jetzt im Keller, weil jemand, der dann ein negatives Review geschrieben hat, der korrigiert das natürlich hinterher nicht mehr. Das heißt, die Reviews sind immer noch größtenteils negativ. Man liest aber aus neuen Reviews raus, okay, seit dem Hotfix ist eigentlich alles okay mit der Strecke. Aber das ist irgendwie generell so ein Ding, nicht nur bei Trains in World, generell bei Spielen. Wir hatten es jetzt bei City Skylines 2, dass die Performance nicht gut war und so weiter. Ich habe das Gefühl, die Entwickler halten sich eher an Deadlines, bringen dann eher so nur ein halbfertig ist vielleicht übertrieben, aber vielleicht nur so ein dreiviertel fertiges Spiel raus, fixen das dann irgendwann mit der Zeit, aber Hauptsache die Leute kriegen das Spiel schon mal. Ich glaube, das ist inzwischen eher so der Fall, generell in der Games-Welt, als früher, wo man halt gesagt hat, gut, wir müssen verschieben. Aber Ja. da kann man den Bogen ehrlich gesagt auch wieder spannen, denn gestern hat, habe ich gerade schon erwähnt, auch Rivet Games diese Gameplay-Erweiterung rausgebracht für die Arosa-Linie. Oh Gott, darüber diskutieren auch viele. Bevor wir darauf eingehen, sie wollten auch gleichzeitig die Erweiterung rausbringen für Glasgow Edinburgh. Das haben sie aber verschoben, weil sie gesagt haben, nee, wir sind mit dem Zustand nicht zufrieden. Und da haben sich Was dann ein für eine paar. Erweiterung? Okay, das ist mir Ja. jetzt actually neu. In der Roadmap steht, dass es für Edinburgh Glasgow eine Class 66 geben wird in One-Lackierung und in was ist die andere? Lass mich gucken. In One und in ja, Adapter for Class 66 to track. Also da sollen die Sea Cow Wagons mit dabei sein, in Blau und in Grau. Und dann soll man mit der Class 66 die Class 358 irgendwie hin und her ziehen können? Ja gut, ich hätte jetzt gedacht, zu kommen, mach mal eine Streckenerweiterung. Das wäre auch mal Ne, eine das leider schöne nicht. Idee, die auch mal DTG eventuell mal umsetzen könnte. Ich würde sogar 10, 9, 5, 14,99 zahlen, um mal zwei Strecken verbinden zu lassen. Das ist ja auch etwas, worauf ich mich freue. Naja, richtig. Ja, und Also das, was DTG fehlt, sind Streckenerweiterungen. es stimmt, das gibt's noch nicht, das wäre schön, ja, tatsächlich. Also es gibt's so halbwegs für Main Spessart-Bahn, wenn man sich die, wobei es ist ja, glaube ich, unabhängig davon, aber als die, ja, 204 ist es, glaube ich, oder? Mit dem Hafen dann. Ja, Ja, aber dass der Hafen mit dazu kam. der Hafen war ja prinzipiell eh schon vorhanden, nur mit der 204 konntest du dann Bespielbar, endlich mal genau. reinfahren. Ja, genau. Ja, also deswegen nur so halb, ist ja eigentlich wirklich eine Streckenerweiterung gewesen, aber so im Ansatz, ja. Naja, aber gut, zurück zu hier zu dem Rivet Games Dings, also da kommt noch eine Direct Rail Services, also eine Ocean Network Express Magenta Class 66 und eine Direct Rail Services Blue 66. Einfach um den Fahrplan Cool. irgendwie zu erweitern. Also keine neue Lok, nur neue Repaints, ähnlich wie bei der Arosa Linie eben. Und das sollte gestern auch mit rauskommen, aber dann haben sie das verschoben, weil es noch nicht, aus deren Sicht noch nicht gut genug war. Finde ich dann, Zumindest vernünftig. wollte ich gerade sagen, genau. Haben sich zwar auch ein paar Leute aufgeregt, gut, die wird es immer geben, aber ich finde das eher vernünftig und dann kommt es halt irgendwie in 2 Wochen erst oder wann auch immer. Also gibt noch kein neues Release-Datum, aber dann machen sie es Lieber zu lieber, spät als mit 1.000 Bucks. genau. Lieber, genau, bevor sie das mit 1000 Bucks rausbringen und in 2 Wochen den Hotfix machen, dann warten wir halt noch 2 Wochen, mein Gott, und dann kommt es gescheit raus. So, fertig. Dann lüppt der Lack. Also, finde ich, kann man loben. Ob man dann das DLC an sich loben kann, weiß nicht, werden wir dann sehen, aber zumindest mal, dass sie sagen, wir bringen das nicht unfertig raus, ist schon mal ein Anfang. Yep. Okay, du wolltest was sagen zur Arosa-Erweiterung. Ja, wollte ich, habe ich vergessen. Irgendwas, dass da Leute sich nicht zufrieden waren mit. Nee, also Moment, darf mich kurz überlegen. Nee, ich komme gerade nicht mehr drauf. Ich hab's vergessen. Also vielleicht fällt es ja nochmal ein, aus meinem Standpunkt, ich habe das Ding noch nicht. Also ich kann es jetzt nicht Achso, beurteilen. dafür kriegst du keinen Key. Bis jetzt zumindest noch nicht, aber ich Ah nee, ist habe. ja Drittentwickler, denn die geben dir ja nicht die Keys. Doch, also Blackpool Branches habe ich ja auch bekommen, aber das auch ein Boah, paar Tage Pech. später. Ich bin ein wichtiger Partner an diesem Podcast und ich kriege keine Keys.
Du kriegst bestimmt Keys, wenn du über 500 Abonnenten hast. Aber ich weiß es nicht, an was das festgemacht ist, wird. Abonniert mich dann. Ich habe Ja, bald die genau. 500. Alle bei Dorian. Erstellt euch Millionen von Kontos und abonniert Dorian. Dann hat er Ja, zwei genau, Millionen. mach direkt 1 Million Konto, dann kann ich direkt den Golden Play Button und dann kann Genau. ich, dann renne ich zu Smasher und dann schmeiße ich dem den Keine Golden Play Watch. Button direkt entgegen. Keine Watchtime, aber Hauptsache den Play-Button. Genau. Ja, natürlich, der Play Button ist wichtig, er ist golden. Naja, auf jeden Fall, dieses Pack kann ich auch nur von außen beurteilen. Da habe ich tatsächlich ein längeres Video auf YouTube angeschaut, oder mehrere. Es sind ein paar Szenarien dabei. Es sind ein paar, also es ist ein neuer Fahrplan dabei für die Strecke, wo halt eben genau diese Lackierungen, also die beiden Repaints, für die Lok und auch der neue Kies- oder Schotterwaggon, wie auch immer, mit inbegriffen sind. Das heißt, ich glaube, Journey-Modus weiß ich gerade gar nicht mehr auswendig, ob der auch mit dabei war. Normalerweise gibt es schon eigentlich immer so einen kleinen Mini-Journey-Modus für. Doch, war einer dabei. Doch, wenn ich jetzt gerade überlege, ich habe es doch gestern erst angeguckt, mein Gott. Ich meine, da war auch kleiner Journey-Modus dabei, klein, aber fein. Egal, auf jeden Fall kriegt man viel Gameplay, sage ich jetzt mal. Natürlich ist die Strecke die alte, ist ja klar, es ist ja nur ein Erweiterungs- oder ein Gameplay-Paket. Schön, dass da zwei Repaints dabei sind. Wichtig ist aber auch zu sagen, man zahlt nicht nur für die Repaints, man zahlt hauptsächlich für den Fahrplan, die Szenarien und für den neuen Waggon, der tatsächlich auch neu modelliert ist. Also den gab es vorher noch nicht in irgendeinem anderen DLC. Damit ist auch ein neuer Bereich sozusagen bespielbar von der Arosa-Linie, und zwar dieser ja, eben dieser Kies, ja, was ist das? Also es gibt da so kurz vor Arosa ein Abstellgleis, kurz nach der Haspelgrube, glaube ich, und da kann man halt eben dieses Kies-Dings da verwenden. Gibt's auch hier einen Screenshot, sehe ich gerade in der Roadmap. Also das heißt, es ist jetzt nicht, es ist jetzt, es ist schon irgendwie ganz nett, sage ich jetzt mal so. Und es kostet auch nur 11 Euro. So. Oder 12 Euro. Momentan, da kann man, ich weiß jetzt nicht, wir wollten ja eigentlich die Folge relativ schnell rausbringen, deswegen gehe ich jetzt einfach mal von diesem Freitag raus. Ja. Läuft ja auch Steam Sale. Alles einfach im Angebot. Auf der Stefan Köln, Kassel Würzburg sind 70%. Wir haben Angebote ohne Ende. Also, wenn ihr was braucht, jetzt zuschlagen. Angebote sind am Start. Ja, und ich glaube, Ist wenn auch ihr das dann. DLC. Das DLC ist tatsächlich noch nicht im Angebot, also das Neue da. Ja, das hätte mich jetzt auch gewundert. Also das wäre komisch gewesen, wenn sie was ganz Neues direkt in Sale DLC machen. kommt raus, direkt 50% Rabatt. Vor allem, es kommt raus, kostet eigentlich nur ein Zehner und dann sofort 50%. So, also da wären sie schon dumm, das muss man mal sagen. Naja, ich meine, die Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg war erst, glaube ich, vor 2 Wochen im Angebot für 50%. Jetzt ist sie nochmal für 70% runtergesetzt. Ja, Sind aber die ist statt bei ja auch schon ein Jahr alt 35, bei, und nicht erst ein Tag. ja, aber die kostet jetzt 10,79 und für den Content, den du da kriegst, Ja, nicht. klar. Klar. Deswegen, also, das ist auch generell, wenn ihr sagt, Strecken ganz cool, ist jetzt aber nicht, was ich unbedingt mega hype, dann wartet ein Jahr und dann ist das Ding 70 Euro runter und dann ist es wirklich sein Geld wert. Also, Ja. das ist dann wirklich auch das mehr als, also das ist, du kriegst mehr als das eigentlich für das Geld, genau. Also, das ist schon dann okay, wenn du so krasse Sales hast und Von denen du ansatzweise da nicht interessiert profitieren bist. kannst, weil du einfach 104 Euro für TSW ausgeschossen hast. Ja, naja. Ja. Okay, ist dir das eingefallen zum Arosa Pack? Wenn nicht, dann lassen wir es so stehen. Nee, ist mir tatsächlich nicht eingefallen. Ich stand über mich. Wie gesagt, Gameplay, Bugs, kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ich wette mit euch Ansonsten. eh. Morgen ist kommt dann, macht er dann direkt die Folge. Ja, genau. Und dann werden wir feststellen, es ist richtig scheiße, mein Gott. Aber ich finde Ich auch die sehe beiden. es in den Kommentaren, kommt, freitags laden wir das Video, die geben den Podcast hoch, samstags lädst du dann das Pack raus, Leute in den Kommentaren, aber du hast doch gestern gesagt, dass du es doch gar nicht hast. Ja, genau. Ich finde die beiden Repaints auch echt ganz schick eigentlich. Also es ist einmal so ein Partner-Repaint mit irgendeiner asiatischen Zuggesellschaft, sind ein paar asiatische. Ja, das ist fast Hieroglyphen gesagt drauf. Heißt aber, glaube ich, anders. Sind keine Hieroglyphen. Asiatische Schriftzeichen, so.
Und das andere Repaint ist vom Neubau Albula-Tunnel. Da sind tatsächlich auch ein paar Sponsoren oder auch Firmen mit abgedruckt, die da mitgeholfen haben. Also es ist das Neubau Albula-Tunnel Repaint, das es halt auch in echt gab. Und das finde ich eigentlich ganz schick. Also das muss man sagen. Ja. Ist an sich isoliert wären die beiden keine 10 Euro wert, aber mit dem Waggon, mit den Szenarien, mit dem neuen Fahrplan, kann man da, glaube ich, nicht meckern. Nö. So Kann ich rein. nicht beurteilen, ich habe die Strecke nicht und die Strecke werde ich mir auch nicht holen. Ja, aber rein von der Menge, die du für das Geld bekommst an Content, völlig okay. Würde das 20 Euro kosten, können wir Ja. anders diskutieren, aber das ist, ja, das ist dann. Ja, ich spare erstmal auf die Bernina Linie, die wird es mir wert sein. Allein das Fahrzeug wird es mir wert sein. Ja, und die schönen Berge. Nein, nur die Fahrzeuge. Ich kaufe teilweise Strecken nur wegen den Fahrzeugen. Ich habe mir damals Rhein-Ruhr-Osten nur wegen der G6 geholt, weil man halt nur auf der Fahrplan damit fahren damals hatte. Ja. Sonst hätte ich mir niemals Rhein-Ruhr-Osten geholt oder so. Damals Also, konnte man die Lok ja auch noch nicht isoliert kaufen, glaube ich. Gell? die G6 konnte man schon immer isoliert kaufen. Echt? Die G6 ist jetzt von TSG, keine Ahnung, also Ja, okay. Rhein-Ruhr-Osten kam, glaube ich, zu TSG 2020 Zeiten, also noch ganz damals raus. Die Ja, G6 kam die jetzt für kam TSG später. 2, war es, Ja, glaube ich, okay. genau. Von daher, die kam ja komplett separat. Das wäre ja auch Ja, komisch, wenn okay. TSG da auch Routen, in den DTG-Routen auch noch ihre Fahrzeuge. Ja, gut, ich meine, die Baureihe 204 ist ja auch von Rivet und ist noch gebunden an die Main-Spessart-Bahn tatsächlich. Zum Beispiel. Also ist schon, es gibt schon, aber jetzt nicht mehr. Also seit Trains World 3 ist es ja so, dass alle Lok-DLCs und Zug-DLCs, die rauskommen, auf jeden Fall auch einzeln gekauft werden können, ohne Strecke. Okay. Was haben wir denn noch? Nein, der IC1 sollte man mal vielleicht separat machen, weil das ist ein Zug, den ich gern hätte, wo er jetzt inzwischen. Aber Idealfall wäre natürlich, man könnte alle Züge einzeln kaufen und sagen, okay, ich kaufe mir jetzt die Strecken, die mir gefallen, und dann kaufe ich aber auch nur die Züge, die mir gefallen. ja, aber dann kommt, heißt es so, für den IC3 von Köln-Aachen zahlst du 13,99, also die Hälfte der normalen Strecke, und dann fragst du dich erstmal, ist es mir überhaupt Ja, wert, klar. 13,99 für einen Zug zu zahlen, wenn ich für das Doppelte noch einen anderen Zug dazu kriege und noch eine ganze Strecke. Ja, und im nächsten Sale kriegst du sogar für weniger alles dafür. Ja, Naja, klar. inzwischen würde ich die Schnellfahrstrecke zum Beispiel Würzburg kriege ich, wie gesagt, für 10,79 Euro runter. Ja. Ja, und da wäre es dann dumm, den IC1 separat für 17 Euro zu oder 15 Euro zu kaufen. Am Ende kostet der so 19,99 und Ja, dann ist die genau. Strecke so für 10,70 € angeboten. Du fragst dich, hä? So, was haben wir? Haben wir noch irgendwas auf dem Plan? Soll ich nochmal kurz über Blackpool Branches erzählen zum Abschluss? Ja, aber wir exziden schon die 30 Minuten, deine Wir haben schon heiligen 30 Minuten. knallhart überzogen hier. Nee, in aller Kürze, Blackpool Branches. Der nächste Podcast wird live ausgestrahlt, ne? Machen wir 3 Stunden Podcast live. Das wäre es, ja. Ja, Ja, ich vermutlich eher warte nicht. darauf, ich warte eigentlich nur darauf, dass du mir irgendwann sagst, hey Dorian, hast du Lust, mit mir live zu gehen und die Zuschauerfragen zu beantworten? Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich sehr viel Zustimmung kriege, dass du mal langsam einen Livestream starten solltest. Ja, das glaube ich auch, aber bisher ist da noch nichts geplant. Und es wird Nimm dir Urlaub. so viel kann ich mir sagen, so viel kann ich mir sagen, so viel kann ich sagen, 2023 wird es wahrscheinlich auch nichts mehr jetzt. Aber es ist ja auch schon bald vorbei, das Jahr. Von dem her, das ist jetzt keine schlimme Nachricht, glaube ich. Aber was dann Sonst bald ist 2024? Weihnachten. Genau, bald ist schon Weihnachten. Was 2024 passiert, keine Ahnung. Werden wir dann gucken. Also zum Abschluss noch in aller Kürze Blackpool Branches von Just Trains für alle, die sich eben für diese Art von Strecken interessieren. Jetzt muss ich sagen, 100% zu empfehlen. Für alle, die sich natürlich nicht für englische Strecken oder für alte englische Strecken interessieren, dann natürlich nicht, Ich. ist ja wohl klar. Dann nicht holen, ist ja logisch. Also aber also Szenerie ist einfach. Also ich bin sowieso gerade zurzeit im British Rail Fieber. Von dem her passt es ganz gut, dass die Strecke zurzeit rauskam. Vorsicht, dass du nicht auch noch anfängst zu sabbern. Genau. Ja, ich werde jetzt auf ganz viel
Schleim in Richtung Just Trains auch ausrutschen. Also ich werde jetzt hier richtig rumschleimen. Nee, aber ich meine es auch ernst. Also die Szenerie, wenn man Dovetail Games Ruhestrecken gewöhnt ist, die Szenerie einfach Bombe. Ich habe noch keine Lücke irgendwo in der Szenerie erkannt, wo irgendwas schwebt oder wo irgendwas am Horizont dann doch zu Ende geht, abgeschnitten ist, nicht nachlädt oder sowas. Es ist eine ziemlich schlau gewählte Strecke. Man hat nämlich von Blackpool North nach Preston halt Intercity Fahrten, zum Teil auch mit Zwischenhalt. Ist jetzt nicht die längste Hauptstrecke sozusagen, aber trotzdem ganz cool. Dann kann man halt eben die Branch nach Blackpool, nach Blackpool, nach Ormskirk fahren, wo man dann schön mit dem Pacer ein bisschen aufs Land fährt sozusagen. Auch eine halbe Stunde Fahrt dann von Preston aus. Wenn man tatsächlich, man kann, also es gibt auch komplette Fahrten von Blackpool South oder North nach Ormskirk mit einem Pacer. Dann eben auch die Branch nach Blackpool South, die da abzweigt. Und kurz vor Blackpool North zweigt noch eine Güterbranch ab. Da irgendwo ins Nirgendwo rein, die es auch heutzutage gar nicht mehr gibt. Also rein von der Strecke ist es schon mal gut ausgewählt. Dann gibt es natürlich schon ein paar British Rail Züge im Spiel, die layern natürlich drauf. Ja, bei den Szenarien ist jetzt ehrlich gesagt, ich habe noch nicht alle gespielt, aber bei denen, die ich gespielt habe, war jetzt noch kein Kracher dabei, wo jetzt irgendwas ganz Besonderes passiert. Also wo jetzt was anderes passieren würde als sonst. Aber allein der Fahrplan macht schon so Bock. Und wie gesagt, es ist einfach so schön, durch diese Szenerie zu fahren. Da gibt es zum Beispiel, wenn du aus Preston rausfährst, Richtung Blackpool, dann fährt man ein Stück an so einer Straße entlang, an so einer geraden Straße, die gerade erst gebaut wird. Diese Baustelle ist so, dass stehen so viele Leute rum und Baufahrzeuge. Die Straßenbaustelle sieht so detailliert zum Beispiel aus. Ja, und so weiter und so fort. Also, da ist einiges geboten. Man kriegt natürlich auch viel, also man kriegt den Pacer, man kriegt die Class 47, glaube ich. Man kriegt die Gronk, die Class 08. Man hat nicht nur diese Intercity-Waggons dabei, sondern auch die Paketwaggons, weil man in Preston auch irgendwie so ein Gleis hat für Pakete und Briefe. Güterzeug kann man fahren. Also da hat sich Just Trains schon wirklich richtig was Gutes ausgesucht, was jetzt irgendwie Sinn macht, auch für Spieler wie mich, die jetzt nicht da irgendwie mit dem Ort viel zu tun haben, dass sie da einfach Spaß dran haben. Und ja, also ich glaube, genug der Lobeshymnen, aber das Ding ist schon ganz gut geworden. Und wie gesagt, bis jetzt ohne Hotfix noch kein Bug entdeckt, obwohl ich schon recht viel Zeit damit verbracht habe. Das ist schon stark. Bist Und du jetzt fertig? ich bin noch nicht fertig, denn wie gesagt, habe ich vorher schon erwähnt, Ansagen sind auch dabei in Pacer, den man wiederum auch auf anderen Strecken fahren kann und dort funktionieren die Ansagen auch. Also zum Beispiel auf West Cornwall Local kann man den Pacer fahren und die Ansagen funktionieren auch dort. So, jetzt bin ich fertig. Gedacht, du kommst nie mehr zurück. Ja, ich kann auch noch weitermachen, aber ich finde, Nein, du hörst jetzt auf, sonst gehe ich hier raus und dann ist der Podcast beendet. dann rede ich alleine noch eine halbe Stunde über die Strecke. Das ist auch kein Problem. Nein, nein, wir haben die halbe Stunde schon voll. Aber dazu, ich würde schon gerne wissen, was sagst du dazu, dass man den Pacer, wenn man ihn auf einer anderen Strecke fährt, die gar nicht mal von dem Entwickler gemacht wurde, sondern von Rivet Games, dass man da auch die Ansagen hat? Von der Strecke. Ja, wenn du mit dem Pacer zum Beispiel von St. Ives nach St. Earth fährst, habe ich auf YouTube gesehen, da sind die Ansagen mit drin im Ach so, Kernspiel. du hast es gesehen, aber hat es auch bei dir funktioniert? Ich hab das tatsächlich gestern erst gesehen, dass es funktioniert. Deswegen habe ich es noch nicht ausprobieren können. Ja, Aber dann sag ich doch habe. nicht, dass es funktioniert. Vielleicht ist es ja auch ein Mod. Nee, es stand in den Kommentaren. Da wurde nämlich gefragt, ist das ein Mod? Und dann wurde geantwortet, nee, ist im Spiel so drin. Also Text to Speech. Ich glaube nicht, dass es klingt eingesprochen. Wahrscheinlich haben sie das halt für. Also es wird wahrscheinlich nicht auf jeder Strecke funktionieren, sondern eben auf denen, auf denen Dann man fahre ja. ich bald mit dem Pacer von Kassel nach Würzburg in der Hoffnung, dass ich auch vernünftige Ansagen kriege.
Ja, ich kann es mal ausprobieren und kann es dann im nächsten Podcast oder in der nächsten Folge, die wir aufnehmen, sagen. Aber ich denke Ja, mal, die ich denke nächste mal. TSG4-Folge wird davon handeln, wie Smasher verzweifelt versucht, mit dem Pacer über die Schnellfahrstrecke von Katte nach Würzburg zu fahren, und da sitzen wir da so 3 Stunden. Ich sehe es kommen, ich sehe es kommen. Und da kommt so, Next Stop, Kassel. Castle. Castle. Also, Würzburg. Wobei, Würzburg. das war zu amerikanisch ausgesprochen für einen britischen Würzburg. Pacer-Ansager. Würzburg. Würzburg. Irgendwie so. Fielder. Fielder. Fuel da, genau. Ich sehe es kommen. Castle Wilhelms Heath, wie auch immer. Williams. Heaven. You're in Wilhelms heaven. Höhe, Wilhelms Höhe. Oha. Ja. Höhe, ja genau, Oha. es schwenkt ja kein Oha. O, kein Ö aus. Ja, Castle genau. Oha. Genau. Oha. Meine Reaktion. Oha. Jetzt ist er Genau. stumm. Okay, ja, dann haben wir bisschen überzogen. Ja, 10 Minuten überziehen ist mal kein Problem, würde ich sagen. Mein letztes Wort in diesem Podcast, DTG, wenn du das hörst, bring den Flirt 3 rein oder ich köpf euch. Das Ja, ist mal eine ich versuche Ansage. jetzt, ich. Eine Ja. Ansage, kurz vor Aschaffenburg, DTG, fügt den Flirt 3 ein, sonst werdet ihr Genau. geköpft. Das war meine automatische Nächste Ansage von Station dir. Aschaffenburg. Oh nee. Ich versuche jetzt aber seit TSW 2020 zu bringen, den Flirt 3 reinzubringen. Es ist einfach ein Klassikerfahrzeug. Hallo. Ja. Ich glaube mal, früher oder später wird es soweit sein. Außerdem wird er auf meine Strecke dann passen, die ich bald anfange zu entwickeln. Weil jeder, der Interesse hat, ich will bald meine eigene Strecke entwickeln. Oh, willst du dann ein Geheimnis draus machen bis zur nächsten Folge? Dann haben wir einen Nein. Cliff, dann haben wir einen Cliffhanger. Ein Cliffhanger. Ja, dass die Ja Leute gut, beim dann nächsten mache ich. Podcast, dann sind Leute beim nächsten Podcast natürlich, also sie warten jetzt dann 5 Monate auf den nächsten Podcast. Nein, Quatsch. Aber wenn in ein paar Wochen dann die nächste Folge kommt, dann, also bis dahin müsst ihr zappeln, und dann Ich wisst löse ihr. es, ich pass auf, ich löse es einfach in der nächsten Folge auf, die Smasher mit mir zusammen aufnehmen wird, und dann löse ich es einfach auf. Das heißt, die Leute, die von auf meinem Kanal darüber interessiert sind, die sind da verpflichtet, dich zu abonnieren, um Ach, es in einem perfekt. deiner Videos herauszufinden. Das heißt, ich schenke dir Watchtime. So machen wir Das ist mein es. Weihnachtsgeschenk an dich. Ah, das ist lieb. Ja, da bin ich zufrieden mit. So können wir verbleiben. Das heißt, in der nächsten gemeinsamen Folge wird revealed, an welcher Strecke Dorian arbeiten möchte. Wird angefangen hat. Vielleicht, ja. Das nächste Mal werde ich wahrscheinlich schon angefangen haben. Vielleicht sogar schon die Fast ersten fertig sein. Streckenkilometer. Ja. Okay, also das ist Seid jetzt sind alle gespannt. gespannt. Ne, die denken sich auch nur. Der blufft auch nur. Der will auch nur Abonnenten haben, der Smasher. Ja, oder mir egal, wird er eh nicht machen oder sowas. Nee, Die aber meisten auf tatsächlich. meinem Kanal sind eh so Trainspotting verwöhnt. Also die gucken sich die ganzen Trainspotting-Videos an. Oder die gucken sich an, wie ich einfach Ansagen aufnehme aus einer S-Bahn in Stuttgart. Ich Ja. lade einfach so, S3 nach Marbach auf. Also der Typ sagt ja so S3 nach Marbach. Das war so richtig schnell in 10 Minuten 1000 Klicks, ey. Ich dachte nur, hä? Das könnte ich dir jeden Tag aufnehmen, weißt du, deswegen, also das ist jetzt auch nicht so. Du fährst so mit Go Ahead? Ja, aber dann auch mit der S-Bahn. Oh, Schande, du fährst mit S-Bahn. Wer fährt denn schon mit der S-Bahn? Naja, einmal durch den City-Tunnel. Ja. Auch noch durch den Citytunnel, die Stammstrecke, Die der Stammstrecke. Chaosbahn. Na, es Oh, das funktioniert auch wäre immer ganz eigentlich, gut. oh, das wäre eigentlich, okay, das wäre eine langweilige Strecke. Fängt am Hauptbahnhof an, baust den ganzen Stammtunnel halt nur unterirdisch, aber du kannst halt an der Schwabstraße wenden. Aber ich Ah, glaube, dann nur das ist zu langweilig. Hauptbahnhof tief bis Schwabstraße und zurück. Super. Toll. Nee, Viel aber Spaß und Freude. 3000 Wahnsinn. Fahrplanfahrten und 4 Stationen. Ja, genau. Aber es ist. Sekunde mal, Hauptbahnhof, ja, Mitte, Feuersee, nee, Feuersee kam vor Schwabstraße. Ja, genau. Oder? Hauptbahnhof Stadtmitte, Feuersee, Schwabstraße. Ja, das ist die ganze City. Ey, das wird ja alles umhauen. Jedes CTG-Projekt kann einstecken danach. Man könnte auch noch bis Universität machen, aber da kann man nicht mehr wenden. Das wäre noch der letzte halt im City-Tunnel. Da müsstest du keiner, du könntest ja eigentlich prinzipiell bis Filderstadt, Flughafen Ja. Messe, dann kannst du zumindest die S2 zum Teil ab. Ja, und eben Und aber bei den nur von ganzen Hauptbahnhof Linien, tief, die. damit man den Hauptbahnhof hoch nicht bauen muss, so nach dem Motto.
Ja, aber du hättest schon, wenn du an der Schwabstraße bei dir ziemlich viele S-Bahn-Linien, die halt dort sind, die Das ist richtig. S5, Ja, richtig, die klar. S4, die Also S3, die S3 fährt ja, glaube zwischen ich. Schwabstraße und Hauptbahnhof Tief wäre ordentlich was los. Und bis Flughafen, Messe, ja, zum Teil was los. Also bis Vaihingen ein bisschen mehr und dann halt, ja. Ich glaube, der Streckenbau wäre prinzipiell einfach, nur der Fahrplan wäre der totale Horror. Vor allem, du musst halt realitätsgetreu bleiben. Das heißt, du musst auch Störungen einbauen, wie zum Beispiel ein Luftballon. Ich finde das lustig. Tatsächlich, die Stammstrecke, mir ist es immer relativ egal, wenn die Züge irgendwie 5 Minuten verspätet sind, weil es sind, wenn dann ja alle 5 Minuten verspätet und dann ist für mich als jemand, der nach Cannstatt muss, sowieso egal, weil ich eigentlich fast jeden zweiten Zug nehmen kann. Stell dir mal vor, die Stuttgarter wollen so wie einen auf München machen. Ja, wir bauen jetzt zweite Stammstrecke. Ja, einfach einen Noch zweiten Tunnel. Tunnel drunter, komm, hau rein. So. Aber das, was ich mich halt frage, die S-Bahnen fahren dann ja nicht in den neuen Hauptbahnhof. Die fahren ja unten Die drunter fahren durch, unten deswegen ist er durch, ja auch genau. 6 Meter schief. Ja, genau. Ne, der neue Hauptbahnhof ist ja schief. Ja, aber gut, er ist ja, das habe ich auch schon gesagt, ich finde ihn super lustig. Er ist ja nicht so schief, also er ist nicht in die Richtung schief, dass der Kinderwagen aufs Gleis rollt, sondern der Kinderwagen rollt halt nur von der einen Seite vom Bahnsteig einmal runter auf die andere. Hast du Also, Kinder? Nee, ne? nee, nee, aber theoretisch, wenn da Leute mit Kinderwagen oder Koffer sind, der Koffer rollt dann nicht aufs Gleis. Das heißt, da passiert nichts, der rollt dann halt nur einmal komplett den Bahnsteig runter, quasi. Ich sehe das kommen, wenn wir uns da irgendwie treffen und ich dich diesmal zum ICE bringe, sondern du mich zum ICE bringst. Ich da meinen Koffer los, dass der Koffer erstmal so rollt und wir eigentlich nur hinterher starren, weil wir einfach total fasziniert davon sind, wie er einfach rollt. Ja, genau. Das stimmt, das nächste Mal bringst du mich zum ICE. Letztes Mal habe ich dich zum ICE gebracht, diesmal bringst du mich zum Das ist ICE. richtig, ja. So machen wir Obwohl, letztes das. Mal war auch echt Zufall. Ja, stimmt, aber hat gut gepasst. Von dem her. War rein zufällig, dass ich in Stuttgart war. Ne? Ja. Ja, war rein zufällig, dass ich da Obwohl Neckar durch Stuttgart fließt, nicht der Rhein. Egal. So, war. es wird immer schlimmer. Ich glaube, wir müssen mal zum Ende kommen. Wir können es ja TSW Podcast und S-Bahn Stuttgart nennen. Ja, aber das gehört ja zum Podcast, dass man sich auch mal ein bisschen verquatscht. Ist ja keine Strick. wir reden jetzt in jedem Podcast über die S-Bahn Stuttgart. Also S-Bahn Stuttgart, sponsern Sie uns bitte mal. Also wir haben Sie ja Genau, jetzt genau. erwähnt. So nämlich. Volker Wissing muss uns auch sponsern. Die Bundesregierung muss diesen Podcast auch sponsern. Wieso sponsert Gottes Willen. DTG diesen Podcast eigentlich? Hat DTG dich eigentlich jemals über den auf dem Podcast angesprochen? Nur Nee, mal so kurze Frage. auch nicht auf meine Inhalte. Also Ernsthaft nicht nicht? Also nicht konkret. sie haben sich also in diesen Verteiler gesteckt und schicken dir jetzt Keys, aber haben dir noch nie eine Meinung über deine. Also sind das für ein Entwickler? Nee, eine Meinung nicht, aber das ist ja auch nicht die Aufgabe. Also warum sollte der Entwickler jetzt hinschreiben und sagen, hey, deine Inhalte sind gut oder schlecht? Vielleicht bist du ja bestochen mit den Keys. Na klar. Deswegen Alle rede ich. denken, Smasher ist korrupt. So ist es. Jetzt ist Er hat raus. Jetzt ist zugegeben. raus. Jetzt ist raus. Ja, er hat es zugegeben, verhaftet den Jungen. Ich bin korrupt. So ist das. Morgen, Korruption. ich habe auch schon meine Bewerbung rausgeschickt an die FIFA. Die nehmen mich direkt. Die nehmen mich direkt. Hä? So FIFA. Ja, weil die da alle korrupt sind. Ja, stimmt, der ganze Fußball ist korrupt. So ist es. Naja, Obwohl, gut. ich glaube, die korrupteste Person ist Olaf Scholz. Das kann sein. Aber bevor wir jetzt hier über Fußball und Politik sprechen, würde ich sagen, TSW Talk, TSW 4 Talk, der Podcast über, wir reden hier über Politik. und über die FIFA, klar. Also, es DTG interessiert sicherlich alle, die Transit World auch denkt, am möchten. Ende guckt sich DTG das so in so ein Meeting an und denkt sich nur, hey, da steht aber TSW Podcast. Ja, heißt ja nicht, dass wir über TSW reden müssen. Richtig. Ja, das stimmt. Es ist ja, wie gesagt, auch kein gesponsorter Podcast, wo wir irgendwelche Sachen sagen müssen. Deswegen können wir ja auch mal über die S-Bahn Stuttgart sprechen und über Politik und über die FIFA. Aber genau. Ich würde sagen, wir kommen für die Folge am Ende, sonst machen wir wirklich die Stunde noch voll. Das wäre ja ein bisschen, wir wollen ja unseren Ah, oh, Zuhörerinnen und Zuhörern das ja Premiere. nicht zumuten, ja, der uns eine Stunde quatschen zu hören. Das, Naja, ich muss gleich eh noch so off camera mit dir kurz was besprechen, eine Idee besprechen, die ich jetzt hier nicht Jo. öffentlich besprechen will. Es ist Hab wieder, also gute jetzt haben wir, Ideen. jetzt spannen wir die Zuhörerinnen und Zuhörer mal ordentlich auf die Folter. Bis zum nächsten Mal. Ja, so soll das. Also abonniert ihn, aber abonniert nicht mich. Ne? Also Okay. abonniert ihn, aber nicht mich. So. Okay, ich würde sagen, an dieser Stelle, möchtest du Schlusswort haben? Soll ich das Schlusswort machen? Tschüss, Pieps. Tschüss ist ein gutes Schlusswort, da bin ich dabei. Also, tschüss.